Schauen Sie sich das mal gut an. Das ist Hamburg Harvestehude. Noch ist hier die Welt in Ordnung. Das Geld am rechten Fleck, die Leute unter sich. So eine richtig schöne Wohlstandsinsel im Herzen Hamburgs. Aber so manch einer befürchtet, das könnte sich bald ändern. Denn es geht ein Gespenst um. Das Gespenst vom neuen Nachbarn. Ich gehe abends auf die Straße, ich gehe und wenn also wirklich da, wie gesagt, Kriminalität ist oder wenn die auf der Straße rumlungern und. Ja. In diesem Haus will die Stadt über 200 Flüchtlinge unterbringen, im absoluten reichen Ghetto. Und das heißt, so der eine oder andere hier hat damit ein kleines Problem. Wie finden Sie das? Unmöglich. Warum? Die Leute können sich hier gar nicht wohlfühlen in der Gegend. Aber es ist so schön hier. So eine tolle, so schöne Häuser. Die sind völlig isoliert, wenn die da sind. Außerdem, wenn die sich mal was kaufen wollen in der Gegend, die können sich ja nicht mal ein halbes Pfund Margarine erlauben hier. Weil das so teuer ist, meinen Sie? Ja, natürlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für beide Seiten gut wird. In dieser Konstellation. Einmal wunderschöne Häuser und die armen Flüchtlinge, die wirklich um ihr Leben kämpfen, nicht? Flüchtlinge sind bei uns willkommen. Aber auf alle Fälle, ja. Aber hier, in der, das ist die falsche Gegend. Können Sie zwei unserer Sätze dann nochmal vervollständigen? Das passt dann in die Geschichte rein. Flüchtlinge sind bei uns willkommen, aber... Wir müssen wissen, welche. Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber... Aber ich weiß nicht, welche Flüchtlinge. Sind sie ausgebildet? Können sie sich in unsere Arbeitswelt, sprich Wirtschaftswelt, einordnen? Harvestehude ist für alle da, aber... Schwieriger Satz. Harvestehude ist für alle da, aber es muss passen. Hätten Sie da eine Idee, wo man die sonst hinbringen sollte in Hamburg? Ja, es müssten Containerdorf gebaut werden. Ja, richtiges Containerdorf, ja. Ja. Gibt es im Niendorfer Gehege oder im Stadtpark. Also, Platz wäre schon hier im Hamburger Stadtpark, aber wo ist der nächste Aldi? Wo ist die nächste Disco? Wie sagen die immer hier, nix Aldi und nix Disco, da ist gestern nichts, nicht? Wo sollen die sich denn aufhalten? Die werden dann sich hier irgendwo in der Gegend herumtreiben, nicht? Das, und was ist dann? Einkaufsmöglichkeiten sind ja auch nicht. Aber hier sind doch schöne Läden. Ja, die sind zu teuer für die, nicht? Ich habe das Gefühl, dass es hier schon ohne Flüchtlinge relativ schwer auszuhalten ist. Alles viel zu teuer, total isoliert. Was erwarten Sie sich davon, wenn die Menschen dann hier sind und dann sehen Sie das? Laufen, Sie haben es ja angesprochen. Ja, sie laufen rum, sie sehen das alles, was sie noch nie gesehen haben, wie im Film. Ja. Und sagen dann, was machen wir den ganzen Tag? Sie haben ja keine Arbeit. Das heißt, die gehen rum, sie laufen rum und dann entsteht Kriminalität, meine ich. Was soll sonst entstehen? Das sind Leute, die haben alles durchgemacht, was es nur gibt. Und das kann sein, dass die Leute Probleme machen, weil die wirklich so hart bei der Sache sind. Ne? Wenn die Leute hier wirklich so arm dran sind, kann sie das vielleicht aufmuntern. Ein Erinnerungsfoto an die guten alten Zeiten, noch vor den Flüchtlingen. Falls ich habe es so definiert, gebe ich Ihnen noch ein Polaroid mit, damit Sie sich noch erinnern, wie das hier einst aussah. Ja, man weiß ja nicht, was passiert, aber ein Polaroid ist immer eine schöne Erinnerung. Ist ja nur für Sie. Eins, zwei. Aber zum Glück sind nicht alle Flüchtlinge automatisch kriminell und nicht alle Harvestehuder automatisch gegen Flüchtlinge. Ich wohne in der Sophienterrasse und alles ist für mich gut. Ist das so? Ja. Und dann dieses Tara darum, können Sie das nachvollziehen? Das kann ich nachvollziehen, aber ich beteilige mich nicht an dem Tara. Ich glaube das nicht und warten wir es ab und wird schon alles gut. Dankeschön. Bitte.